Bitte. So, okay. Okay. Ja, komm, jetzt geh mir seitlich. Ja, so? So. Okay. Und wir suchen jetzt die Toilette. Problem ist nur, hier gibt's keine Toilette. Ja. Geh mal noch. Ach so, wohin denn? Aufs Klo. Really? Ja. Ich sehe kein Klo. Ja, aber wie macht man das jetzt, ne? Wenn man... Geh mal. Ach so. Ja, weiter geht's. Wie macht man das? In der Wildnis, am Schlachtensee in Berlin? Ja, in der Wildnis, genau. Pass auf, wir fallen hier gleich ins Wasser. Geile Mucke. Der hat bestimmt ein Klo dabei. Meinst du? Ja, so eine Flasche, wo man reinpullert. Aber ich möchte nicht in seine Flasche reinpullern. Nee, wir brauchen... Weil das wäre jetzt, sag ich mal. Komm, weitergehen. Weitergehen. So, also, was können wir machen? Ich kann, die Jacke vorhalten. Du kannst hinter den Baum gehen und ich halt Wache. Nee. Nee? Okay, weitergehen. Ja. Ja, es wird ja nicht besser, ne? Nee. Wir müssen uns was überlegen. Wir müssen uns jetzt wirklich was überlegen. Pass mal auf. Ja? Wir haben eine Idee. Okay. Einfach machen. Hier machen? Einfach hinsetzen. Und machen? Und machen. Ist doch scheißegal. Ach so. Ja. Ob jemand kommt oder nicht? Ja, fuck it. Egal? Scheißegal. Also, ich pass auf, dass keiner einen Film macht. Na, du fängst an. Na gut. Fertig. Das stimmt gar nicht. Du hast jetzt nicht. Doch. Nö. Ich habe. Ich hab's nicht gesehen. Ja, das ist die Kunst. Ja. Hast du dir in die Hose gemacht jetzt, oder was? Ja. Nein, ich hab gerade. Das ging so schnell. Aber das stimmt jetzt nicht. Doch? Nee. Doch? Nee. Ich kann das blitzpullern, nennt sich das. Das stimmt nicht. Blitz, Blitz, Blitz. So. Psch, psch. Das stimmt nicht. Psch, psch. Also das hätte ich jetzt gemerkt. Weil sie schlafen auch da. Ja. Sie schlafen da, weil sein Zimmer hat nur diese... Ja, okay. Wir gehen jetzt als Erstes auf Toilette. Ich war doch schon. Du warst gar nicht. Du kannst jetzt gehen. Nee. Ist schon aufgewärmt, der du, Platz. Du, ich muss jetzt echt mal. Können wir mal richtig aufs Klo gehen? Hier gibt es ja kein Klo. Hier, der Baum. Oh, da vorne. Der Baum ist das Klo. Da vorne gibt es ein Klo. Also, schade, dass ich jetzt nicht dabei habe. Normalerweise gibt es ja etwas für Frauen, was man sich vorhält. Hm. So? So ein... Oh Gott. Ja, wir sind im falschen Film, glaube ich, hier. Nein, Claudia, nein. Wir sind jetzt im falschen Film. Pass auf. Nein, Annette, pass auf. Das ist lila. Sieht ganz harmlos. Lila? Gibt es das in verschiedenen Farben? Nein, nein, das gibt es nur in lila. Wieso lila? Und das ist wie so ein Trichter und den hält man sich ran. Und dann können Frauen auch im Stehen aufs Klo gehen. Man könnte auch, wenn man im Auto Hast ist. Hast du nicht dabei jetzt? Nein. Aber das wäre blöd, sich das zu teilen, ne? Das macht man nicht, nee. Gibt es bei Globetrotter. Und da kann man auch eine Flasche pullern. Und dann nimmt man die Flasche mit, wenn man wieder irgendwo ist. Und dann kann man das ausleeren. Interessant, ne? Ja, das ist jetzt super interessant. Aber was machen wir jetzt? Wir können ja nirgendwo jetzt machen, weil wir trauen uns ja nicht jetzt hinterm Baum. Na, ich schon. Ja, dann mach doch mal. Ich hab doch schon. Hast du gar nicht. Ich hab's nicht gesehen. Wann hast du das gemacht? Na, wie gesagt. Und wo hast du es abgewischt? Was hast du? Blitzpullern. Ja, mit was hast du es jetzt abgewischt? Also wenn es so schnell rausgeht, dann braucht man kein Papier. Wieso? Das weil ist doch das dann noch ein bisschen nass und feucht. Nein, wenn es, das schießt richtig raus. Nach vorne. Und wenn es nach vorne rausschießt, dann braucht man kein Papier. Wirklich? Ja. Wie machst du denn das? Ja. Oh, krass. Ja, das ist angeborenes Talent. Nee. Das mache ich schon seit meiner Geburt so. Aber ich habe es nicht gesehen. Ich weiß, das ist ja das Geile. Weil bei mir geht es immer nur nach unten. Ja, deswegen kann ich ja überall aufs Klo gehen. Ne? Weil man das nicht sieht. Aber da ist dann trotzdem Tropfen, wenn du nach vorne schießt. Nein, ist es ja nicht, weil ich ja schieße. Gibt es irgendwas, was ich wissen muss? Mal so nebenbei. Nee.
Nee? Nee. Sicher? Ja. Ich hab's jetzt nicht schießen sehen. Das ist es doch. Oh, mein Arm wird langsam schwer. Ja, du musst dir nächste Mal... Ja, ich kann's auch gepär, ich halte. So, jetzt müssen wir das mit dem Schießen noch ein bisschen genauer erklären. Also, es... Wie schießt du denn jetzt? An den Bauch? Ich krass. Schieße eigentlich, also ich kann es steuern. Entweder echt? Nach vorne oder senkrecht in die Erde. Aber so schnell, dass noch nicht meine Pfütze da ist. Oh Gott. Ehrlich? Ja. Das ist ja wie bei den Japanern. Wieso Japaner? Weil wie gehen die Japaner aufs Klo? Naja, die haben doch sowas entwickelt. Das ist eine Flüssigkeit. Ja. Das heißt, wenn man ein Auto fährt, ne, ja, pinkelt man da rein und dann wird es hart. Die Flüssigkeit wird hart. Ja. Ach, das ist ja das habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Mhm. Aber warum muss es hart werden? Man kann ja auch so in die Flasche pullern. Nee, das schwappt ja dann über, wenn du Auto fährst. Dann kannst du ja zuschrauben. Ja, welche Flasche nimmst du dann? Plastik-Wasserflasche. Ja, und was ist, wenn da noch Wasser drin ist und so? Das aber kann guck man mal, ja wie soll das gehen? Aber sag mir doch mal bitte, wie das gehen soll. Wenn du jetzt fährst, Auto fährst, dann musst du ja. Habe ich mein Whiz-Whiz? Das lila Teil. Das Squeeze-Squeeze, okay. Weil, wenn ich sitze, kann ich nicht schießen. Ne? Das kann ich. Ja, aber das kannst du bei diesem Japanisch, bei dieser japanischen da kann Erfindung, man schießen. Kannst du. Also, schießen weiß ich jetzt auch nicht. Also, das Schießen. Also, ich jetzt okay, da kannst du aber im Auto sitzen. Bei was jetzt? Beim Japaner. Was machst du mit den Japanern? Ja. Da sitzt du im Auto? Ja, dann sitzt du im Auto wohl und. Und wo dann geht's dann hin? Pinkelst du dann da rein und dann wird die Flüssigkeit. In eine hart. Schüssel oder sowas. Nein, das ist so eine Tüte. In eine Tüte und das wird hart. Aber warum? Ja. Das könnte ja. Na, die Flüssigkeit wird hart, damit sie nicht überschwappt, wenn man Auto fährt. Aber man kann es ja zuknoten. Na, wie willst du es zuknoten, wenn du Auto fährst? Ach so. Du musst ja eine Hand am Steuer haben. Ah. Verstehst du? Jetzt mit einer Hand. Das ist that's the one-handed thing. Ah. Ja. Das ist ja geil. Das ist total geil. Gibt es das auch in Deutschland? Das ist ja, habe ich noch nie von gehört. Nee. Das wird richtig hart und kannst danach wegschmeißen. Wie heißt das? Ja, weiß ich doch jetzt auch nicht. Hast du es schon mal benutzt? Nein. Das ist ich habe dann meistens immer an der Tankstelle angehalten. Also. Du bist ja meistens, ja, okay. Mhm. Aber stell mal vor, ja, aber das ist gut. Das ist super geil. Ey, haben wir wieder was gelernt. Ja. Cool. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, jetzt gehen wir mal auf Klo, na, oder? Ich war ja, wie gesagt, schon. Nee, das habe ich jetzt nicht, dieses Schießen habe ich immer noch nicht gesehen. Das kann man ja auch nicht sehen. Ja, also die zweite Episode folgt dann, ne? Also, wie dann, ne? Tschüss. Tschüss. Wie ich das Claudinchen dann abschießt. Bye-bye.